Hey Leute und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Mittag zu einem weiteren Trinktest auf dem Kanal. Wir haben die Tony's Schokolade durch und machen weiter mit einem so klassischen Produkt, nämlich von K-Classic, dem Eistee mit Zitronengeschmack. Das ist wirklich klassisches. Von K-Classic, der Kaufland-Eigenmarke. Einfach ein Zitronen-Eistee, ähnlich wie diese gut und günstig Eistee. Sehr günstig, aber halt auch nicht sehr qualitativ. Aber wir schauen mal an, was das alles zu bieten hat. Designtechnisch finde ich ganz schön. Hier haben wir dunkle Getränk, dazu passend zur Zitrone halt so gelbe Farben. Schlicht, aber einfach. Hier sehen wir schon so ein Cola-Getränk oder eben ein Eisteegetränk mit so einer Zitrone. Bewusster verpackt, Flasche zu 100% aus recyceltem Plastik. Sehr gut. Nutri-Score haben wir D, nicht so gut. 1,5 Liter haben wir drin. Preislich, wie gesagt, echt krass. Also jetzt halt für einen Sixer von so 1,5 Liter Flasche. Ich habe mir das gegönnt, weil ich mir dachte, komm, das letzte Mal in meinem Leben, K-Classic, Eistee, Zitronengeschmack. Und plus, man spart auch noch ein bisschen Geld. Was heißt spart? Man zahlt dann mehr Kosten vom Körper halt, sagen wir es eher so. Rainforest Alliance zertifizierter schwarzer Tee, finde ich auch schon mal ganz gut. Und ja, also ihr seid ja, wie gesagt, beim Sixer 1,5 Liter, seid ihr mit Pfand, 5, 6 Euro, 6 Euro sowas. Also ist echt nicht schlecht. Vom Preis. So, vertrieben wird das Ganze von der Kaufland Dienstleistung GmbH und Co. KG mit Postfach 1253 in 74149 Neckarsulm in Deutschland. Schöne Grüße natürlich an alle aus Neckarsulm. So, kaufland.de machen. Dann kommen wir schon zu den Nährwertangaben. Hier 100 Milliliter, Leute. Okay, wir haben einen Energiewert von 114 Kilojoule bzw. 27 Kilokalorien. Passt. Ja, ist halt ein bisschen viel, aber passt. Fett 0 Gramm, davon gesättigte Fettsäure 0 Gramm, Kohlenhydrate 6,4 Gramm, davon Zucker 6,4 Gramm. Ist viel? Ja, ist viel. Ist viel, auf jeden Fall. Für ein Eistee heutzutage in einer Welt, wo man echt eigentlich alles Zucker runterfahren sollte, ist noch zu viel. Ballaststoffe ist nicht mal angegeben, Eiweiß 0 Gramm und Salz 0,06 Gramm. Ja, passt soweit. Salz auch ein bisschen 0,06 Gramm, aber geht noch. Passt so weit. Zucker ist halt einfach, da wissen wir schon mal, es wird keine Empfehlung am Ende. So. Teegetränk mit Zitronengeschmack, hergestellt mit Schwarzteeextrakt, koffeinhaltig. Okay. Fruchtgehalt 1%. Dann schauen wir mal, Leute. Kommen wir zu den Zutaten. Als Hauptzutat haben wir Wasser. Dann haben wir direkt Zucker. Dann Säuerungsmittel, Zitronensäure. Dann Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat 1%. Ja, daher der Fruchtgehalt. Schwarzteeextrakt 0,12%, Rainforest Alliance zertifiziert natürlich, Säureregulator Natriumcitrate und zu guter Letzt natürliches Aroma. Also klar, der Zucker, das Säuerungsmittel, die Natriumcitrate, der Säureregulator, schade, Rest ist okay. Aber Gesundheitsnote halt wegen am Zucker würde ich jetzt, ist 6,4 Gramm, es ist jetzt nicht die Welt, aber es ist trotzdem auf jeden Fall keine Empfehlung. Ich gebe hier eine 4. Auf jeden Fall keine Gesundheitsempfehlung, aber es ist immer noch besser als eine Cola. So, wisst ihr, wie ich meine? Und das überrascht mich gerade ein bisschen, weil ich habe es mir noch schlimmer vorgestellt, ehrlich. Also ich hätte locker mit 8, 9 Gramm geschätzt, plus noch ein, zwei extra Zusatzstoffen, die unnötig wären. Aber es hält sich im Rahmen. Deshalb machen wir das Ganze jetzt auf, haben natürlich unser sauberes Glas dabei und schütten das Ganze mal rein. So, nicht zu viel, dass ich dann schon wieder gleich aufs Klo muss. Okay. Ist halt ja, halt so ein Billig-Eistee, würden jetzt manche bösen Zungen sagen. Für mich ist es halt ein eigenes Produkt und das stelle ich euch genauso vor, wie es ist, ohne Vorurteile eben. So, hier sehen wir schon von dem Schwarzteeextrakt natürlich die Farbe und schauen mal, wie es schmeckt. Ja, riechen tut's. Wir haben halt natürliches Aroma, aber wir wissen auch nicht, ob das natürliche Aroma aus der Zitrone kommt. Riecht zitrusartig. Könnte aber genauso gut, ganz ehrlich jetzt, könnte auch ein bisschen angewandelter Pfirsich-Billig-Eistee sein. Aber egal, Leute, aufs Wohl. Süß, zitronig. Also jetzt im Geschmack, finde ich, kommt die Zitrone besser durch als beim Geruch. Und ich weiß nicht, ob es vom Säuerungsmittel ist, aber du hast auch so... Oh, vielleicht könnt ihr es mir sagen, wenn ihr es schon getrunken habt. Noch so eine extra, so eine leichte Süße oder so eine Eigenheit, so eine süße Eigenheit auf der Zunge. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Schmeckt auf jeden Fall solide, schmeckt gut. Bisschen fast zu süß und dieser Eigengeschmack ist mir ein bisschen zu nervig. Aber ansonsten, ihr kriegt eine 2+. Leute, Geschmacksnote 2+, für einen K-Classic Eistee mit Zitronengeschmack. Ja doch, würde ich,
Würde ich als fair bewerten. So, und das war's auch schon. Am Ende natürlich keine Gesundheitsempfehlung, ganz klar. Ich werde auch, ich habe nachdem noch eine Flasche und nach der Flasche werde ich das Getränk auch nicht mehr anfassen. Und ansonsten, Leute, sehen wir uns heute Abend wieder. Mal wieder bei einem Monster Energy. Ich meine, das gibt's doch nicht. Die müssen wir auch mal wieder auseinandernehmen. Bis denn, ich wünsche euch was. Immer schön happy bleiben und ciao.